Hallöchen und vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr kein Video mehr von mir verpassen. Ich möchte euch die Fantasy-Neuerscheinungen vom März vorstellen und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Am 4. März kommt der Auftakt einer neuen Fantasy-Reihe heraus, und zwar die Wortweberin Schall und Schein von Elvira Zeisler. Wird als Hardcover herauskommen. Und ja, ist der erste Band einer mitreißenden High Romantasy. Es wird dann in der ersten Auflage auch mit limitiertem Farbschnitt erscheinen und in lila Weltkarte. Ihr Leben lang wurde Chiara beigebracht, sich im Hintergrund zu halten. Ihre Aufgabe im Dienst der Kronprinzessin Isida ist es, mit ihrer Wortmagie Bilder und Illusionen zu erschaffen und damit Geschichten zum Leben zu erwecken. Als Barbarenhorden plötzlich die Grenzen des Reichs bedrohen, fordert ihr Anführer Isidas Hand als Preis für den Frieden. Stattdessen schickt der König Chiara und gibt sie für die Prinzessin aus. Sie soll den Feind täuschen und ausspionieren. Chiara bleibt keine Wahl. Obwohl es ihr vor einem Schicksal an der Seite des gnadenlosen Barbarenfürsten graut, macht sie sich auf den Weg. Doch die gefahrvolle Reise verläuft anders als gedacht. Nach und nach beginnt Chiara zu erkennen, welche Stärke tatsächlich in ihr schlummert und dass das Leben mehr zu bieten hat als Gehorsam und Pflicht. Am 7. März erscheint die langersehnte Fortsetzung von der Crescent City-Reihe. Crescent City, wenn die Schatten sich erheben, von Sarah J. Maas. Der dritte und finale Band, soweit ich weiß. Ich glaube, das war eine Trilogie. In gebundener Ausgabe. Natürlich auch wieder mit Farbschnitt in der ersten Auflage. Und es ist die atemberaubende Fortsetzung von der Crescent City-Reihe, in der die Welt von Breeze und Hunt am Rande des Abgrunds steht und das Schicksal aller in ihren Händen liegt. Am 8. März erscheint auch eine Reihenfortsetzung, und zwar The Ruby Circle, All unsere Lügen, die High Claire Academy Reihe, der zweite Band von Jana Hoch. Und es wird auch in gebundener, also als Hardcover erscheinen, mit farbigem Buchschnitt und beigelegter Charakterkarte, aber nur in der ersten Auflage. Ja, dramatisch, glamourös und hochromantisch für alle Romance- und Dark Academy-Fans. Und der dritte Band wird dann im Herbst erscheinen. Am 13. März erscheint eine Fortsetzung, die ich schon sehnlichst erwarte. Und zwar ist das von Dark Sigils, der dritte und finale Band dieser Trilogie, Wen das Schicksal betrügt, von Anna Bending. Also der finale Band der Urban Fantasy Trilogie. Und hat dann auch wieder in der ersten Auflage einen limitierten Farbschnitt. Ich habe mir aber den ersten und zweiten Teil als Sonderausgabe von der Bücherbüchse gekauft und habe mir den dritten jetzt auch schon vorbestellt und freue mich riesig darauf, die Reihe damit weiterlesen zu können. Ersten und zweiten Teil habe ich ja schon gelesen und mit dem dritten Band ist dann auch die Reihe bei mir abgeschlossen. Dann habe ich hier noch einen Auftakt einer neuen Fantasy-Reihe, die ich gar nicht so auf den Schirm hatte, wo ich letztens erst gesehen habe, dass das rauskommen soll, und zwar Kings and Thieves. Die letzte, der Sturmkrallen, der erste Teil von Sophie Kim. Und es wird auch mit echt coolem Farbschnitt in der ersten Auflage erscheinen. Und es geht um ein König, eine Diebin, ein tödlicher Deal. Lina ist eine Sturmkralle, eine Diebin und Assassine. Da wird ihre Gang von den Schwarzkranichen getötet und Lina muss für die Mörder arbeiten, bis ihr nach einem Diebstahl Ruhe erscheint, der Herrscher der Mächtigen, Dokaebi. Zur Strafe für ihre Tat entführt er Lina in sein Reich. Dort bietet Rui ihr jedoch einen Deal an. Gelingt es ihr, ihn innerhalb von 14 Tagen zu töten, lässt er sie gehen. Das Problem, Dokaebi gelten als nahezu unsterblich.
und Lina kommt dem König näher als gedacht. Dann mache ich hier weiter mit dem 14. März und die Nacht der Königinnen von Christian Handel und wird auch als Hardcover herauskommen. Sie will nur ihre Freiheit, doch der König spielt nicht mit offenen Karten. Alix liebt ihr Leben so, wie es ist, auf der Burg ihres Vaters mit ihren kleinen Brüdern und Tante Camille, aber der Brief des Königs lässt ihr keine Wahl. Alle unvermählten adligen jungen Frauen sind an den Herrschersitz geladen. König Gideon möchte eine von ihnen zur zukünftigen Königin erwählen. Sorgen, König Gideon tatsächlich als potenzielle Braut aufzufallen, macht Alix sich nicht. Zu unbedeutend ist ihre Familie, doch der Aufenthalt am Königshof zehrt bald an ihren Nerven. Leere Ritterrüstungen stehen Wache, Gemälde spionieren den Besuchern hinterher. Als sie das Porträt des Königs in ihrem Zimmer abhängt und dabei versehentlich die Leinwand verletzt, taucht Gideon am nächsten Tag mit einer Wunde an genau dieser Stelle auf. Spätestens da hat sie seine Aufmerksamkeit erregt. Ein undurchsichtiges Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Und in der großen Ballnacht ändert Gideon plötzlich die Regeln und damit schlagartig alles. Fesselnde Empowerment-Fantasy. Hört sich echt interessant an. Ich überlege gerade, ob ich von dem Autor schon mal was gelesen habe. Ich glaube noch nicht. Des Weiteren erscheint am 14. März noch eine weitere Fortsetzung, und zwar Psyche, verdammt frei. Das ist von der Reihe Greek Goddess, der dritte Band. Und Urban Fantasy aus der griechischen Sagenwelt wird als Taschenbuch rauskommen von Lucia Herbst. Ich habe die Reihe bis jetzt noch nicht gelesen oder möchte sie auch mir nicht holen und lesen, weil mich so diese Art von Fantasy nicht ganz so interessiert mit diesen griechischen, in dieser griechischen Mythologie. Am 19. März kommt dann jedoch etwas heraus oder ist der Auftakt einer neuen Fantasy-Reihe, einer neuen Fantasy-Dilogie, auf die ich mich sehr freue, weil es eine Autorin ist, die mich schon sehr überzeugt hat. Eine Dilogie von ihr habe ich schon gelesen, eine andere ist noch ungelesen bei mir im Regal und jetzt wird hier noch eine neue Dilogie von ihr rauskommen, und zwar Divine Rivals. Letters of Enchantment, der erste Teil dieser Dilogie von Rebecca Ross und wird als Hardcover herauskommen. Zwei Rivalen, zwei Geschichten, zwei Herzen, ein Schicksal. Während ein erbarmungsloser Krieg zwischen den Göttern herrscht, versucht die 18-jährige Iris Winnow alles, um ihre Familie über Wasser zu halten. Weil ihr Bruder an der Front vermisst wird, nimmt sie einen Job bei der Old Gazette an. Aber auch der arrogante Roman Kidd hat es auf die begehrte Beförderung zum Kolumnisten abgesehen. Obwohl zwischen ihnen ein erbitterter Wettkampf entsteht, fühlt sich Iris zu ihrem gut aussehenden Rivalen hingezogen, denn was sie nicht weiß, Roman ist ihr mysteriöser Brieffreund, der durch eine magische Verbindung ihrer Schreibmaschinen mit seinen wunderschönen Worten ihr Herz berührt. Doch der Krieg rückt näher und droht die beiden schon bald zu entzwei. Eine prickelnde Arbeitsrivalität, zwei magische Schreibmaschinen und ein göttlicher Krieg. Ja, hat zwar auch mit Göttern zu tun, was normalerweise nicht so meins ist, aber ansonsten das andere drumherum klingt irgendwie total interessant und nach auch irgendwie was Neuem und was ich so jetzt noch nicht hatte. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich diese Dilogie auch auf jeden Fall holen. Am 26. März kommt wieder eine Fortsetzung heraus, und zwar Foxglove, das Begehren des Todes. Das ist der zweite Teil von der Reihe Belladonna. Es ist düster, romantisch und sexy und es wird als Taschenbuch herauskommen von Adeline Grace mit hochwertigem Farbschnitt in der ersten Auflage. Eine verbotene und tödliche Liebe. Der zweite Band der romantischen Trilogie mit einem Love Triangle, das einen nachts wach hält. Auch am 26. März kommt A Song of Silver heraus, das verbotene Siegel,
von Amelie Wensau und wird auch als Taschenbuch herauskommen. Asiatische Fantasy mit Slow Burn Romance. Also der Auftakt dieser neuen Fantasy-Reihe. Mit hochwertigem Farbschnitt in der ersten Auflage. Ein Mädchen, eine verborgene Macht und ein Magier, der ihr Leben für immer verändern wird. Len hat alles verloren, ihren alten Namen, ihr Zuhause, ihre Mutter. Seit Besatzer ihr Volk unterdrücken, verdient sie ihr Geld als Sängerin. Als eines Tages der Mann auftaucht, der ihre Mutter getötet hat, flieht Lan und rennt dabei in die Arme von Zen. Zen ist einer der letzten Magier, die die Macht des Kree beherrschen, die von den Besatzern verboten wurde. Gemeinsam entdecken sie Lans verborgene Kräfte, die das gesamte Kaiserreich erschüttern könnten. Der epische Auftakt einer packenden Romantasy-Dilogie. Am 27. März erscheint Muse of Shapeshifters, Forgotten Legends von Emily Chiara und wird auch als Hardcover herauskommen. Mit farbigem Buchschnitt in der Erstauflage natürlich. Prinzessin Orianas schlimmster Albtraum, in einer lieblosen politischen Ehe festzustecken, soll bald wahr werden. Als ihr ältester Bruder nach dem mysteriösen Mord an ihren Eltern den Thron besteigt, veranstaltet er die drei traditionellen Prüfungen um ihre Hand. Ein vertrauter Prinz taucht plötzlich auf, der nicht nur Orianas Hand gewinnen will, sondern auch ihr Herz. Dabei bringt er ihre Gefühle vollkommen durcheinander. Doch mit jeder Prüfung verschwimmen die Grenzen mehr und es fällt immer schwerer, zwischen Feind und Freund zu unterscheiden. Um die Wahrheit zu erfahren, muss Oriana alles hinter sich lassen. Der Auftakt einer einzigartigen Reihe über Gestaltwandler. Okay, ganz cool. Über Gestaltwandler habe ich jetzt noch nicht so viel gelesen. Klingt sehr interessant. Komme ich jetzt zum 28. März. Da erscheint A Song Unnamed. Magic und Moonlight. Der von Ivy Kasi und wird als broschierte Ausgabe herauskommen. Der dritte und ich gehe mal davon aus, der finale Band dieser Reihe. Ich selber habe die Reihe nicht gelesen. Des Weiteren kommt am 28. März noch Tale of Dragons heraus, Flammender Hass von Caroline Wahl. Und dies wird als Hardcover herauskommen. Es ist ein Graphic Novel und hier geht es dabei um Drachen. Die vier letzten herrschenden Drachenfamilien von Dredona führen seit Jahrhunderten einen erbitterten Krieg gegeneinander. Nur aus einem einzigen Grund einigen sie sich auf einen Waffenstillstand. Im Rahmen einer Prüfung auf Leben und Tod soll ein neuer Drachenwächter bestimmt werden, der das Tor des Schattenschlunds beschützt. Niem vom Gefolge der Erddrachen wird als Friedensgeste Akeer, dem mächtigen Kronprinzen des Flammenreichs, als Dienerin zur Seite gestellt. Akeer ist ebenso anziehend wie arrogant und seine Blicke lösen schon bald eine ganz andere Art von Hitze in Niem aus. Doch sie darf auf keinen Fall vergessen, dass Akeer eigentlich ihr größter Feind ist. Und das ist der erste Teil der epischen Tale of Dragons Trilogie. Bin ich beim letzten Titel angekommen und zwar erscheint er auch am 28. März und heißt Flowers and Bones, Kuss der Katrina von Sandra Grauer. Und dies ist der zweite Band dieser Reihe und wird als Taschenbuch herauskommen. Auch mit farbigem Buchschnitt in limitierter Erstauflage. Ja, am Tag der Toten erwacht die Magie zum Leben. Ich selber kenne die Reihe nicht, aber da es ein zweiter Teil ist, werde ich auch nicht mehr weiter auf den Inhalt eingehen. Und das waren jetzt alle Fantasy-Neuerscheinungen vom März, die ich für euch rausgesucht habe. Falls ich noch etwas Tolles vergessen habe, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben oder auch, was euch von diesen Büchern, von diesen Titeln, die neu erscheinen werden, interessiert. Was ihr gerne lesen möchtet, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Eure Rena. Tschüss.